Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Ark. Weiterhin hier mit Janni. Hallo. Hallo. So Leute, wir bauen hier noch ein bisschen unser Lager um und genießen hier so unsere Atmosphäre mit unseren neuen Lichtern und so. Das ist wirklich wunderbar, ist es hier. Hier drin ist auch mega. So, und das ist das, was ich sage, Jan. Einfach ein bisschen mehr, ne? Und dann ist es schon gut. Sagst du, ne? Dann geht das. So. Umso mehr Lichter, umso mehr Atmosphäre. Wollen wir vielleicht hier drin den Boden ändern, damit das nach draußen irgendwie so einen anderen Kontrast hat oder so? Warum nicht? Ja, weil leider gibt es hier nicht so viel Auswahl. Oder einfach schwarz. Oder einfach blau. Oder einfach, ja, eigentlich dreckig kannst du eigentlich machen, weil wir laufen hier die ganze Zeit rein und raus. Also was hat, meinst du oder was? Ja, warum nicht? So, ja. Für so ein Lager, so alt, so rostig alt. Verstehst du, was ich meine? So, ich bin rostig, Mama. Okay, reicht. Aber ich weiß ja nicht. Ich finde das gar nicht schlecht. So vergammelt. Oder man müsste draußen vergammelt machen. Aber draußen guckt man halt die ganze Zeit drauf. Im Lager eigentlich. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch so beidseitig finde ich gar nicht schlecht. Weil es eine ganz andere Atmosphäre gibt. Aber eigentlich würde ich schon sagen, das hier. Kannst du ruhig machen. Machen wir das. Echt? Kannst du machen, Junge. Ist angenehm. Angenehm. Mein Name ist YouTube. Leise rieselt der Schnee. Heute. Schnee, wenn ich ganz ehrlich bin, Alter, habe ich irgendwie Bock auf Schnee. Aber kein Matschschnee. Verstehst du? Du musst wirklich rausgehen und es ist weiß. Wer schon? Lieber Feuerstein. Feder. Ja. Feder, wie komme ich denn jetzt an die andere Kiste hier, sag mal? Gar nicht. Das ist echt so ein bisschen Müll. Gar nicht. Feder. Da habe ich nichts reingemacht, weil die zu dicht da dran steht, glaube ich. Deswegen kommt man an die nicht ran. Ich glaube, die muss. Ah. Ich glaube, die hättest du ein Stück nach rechts setzen müssen. Denn hier? Hier ist was drin, hier ist was drin. Hier ist was drin. Hier ist noch nichts reingepackt, aber hier sind drei angezeigt. Ne, da bin ich noch nicht. Und in der letzten hier hinten habe ich Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich krieg mir auch nichts rein. In so manchen geht es nicht. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast gesagt, muss ich weiter nach rechts. Ich habe gemacht. Naja, geht nicht. Okay, ich gehe zum nächsten. Ich habe gar nicht mehr zu doof gewesen. Hier ist zum Beispiel perfekt, weil du hier wirklich Abstand zwischengelassen hast. Siehst du, und diese hier sind alle so ineinander. Ganz eng, so. Das ist so. Ja, ich hau dir so richtig in die Fresse. Eng gemacht. Hallo. Weiß ich, sollen wir den nochmal abreißen und die normalen Kisten machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Denn wenn er abreißt, alles ab, liegt alles auf dem Boden, ne? Bisschen blöd gerade hier. Ja, weil die sehen genauso aus wie die Standardkisten, ne? Ja, und du kannst sie halt nur aufheben, aber wenn sie halt nicht so richtig funktionieren, von der Seite ist halt Müll. Richtig. Ach man. Ja, musst du halt gucken. Eine abreißen, eine Standard da reinsetzen und dann kann man rüberschieben, ne? Die Sachen, also alles sind deins und dann brauchst du ja nur dann rübergehen und anmachen. Wir brauchen ja nicht, wie heißt es? Man kann ja trotzdem die neue Kiste setzen, auch wenn du vollgeladen bist. So, mein Gott. Meine Kiste nur an der Werkbank machen oder was? Ja. Oder? Ich jetzt ganz ehrlich bin, weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung, ich. Das hieß ja nicht Holz, sondern einfach Schrank. Echt? Schrank. Das ist ein Schrank, Junge! Schrank. Ja. Schrank. Wo ist der Schrank, Junge? Gut, bauen wir mal tonnenweise davon. Oh, hallo Babys. Na, meine kleinen Dörferlein ist hier. Oh, das ist so hübsch hier.
das ist so hübsch hier. Und später setzen wir überall um uns herum Zierbäume. Und dann setzen wir uns alle einfach schön mit Natur voll Klatsche. Ja, und dann sieht alles einfach nur so aus, als wenn wir irgendwo in so einer Hanfplantage wären. Ja. Und morgen heißt es dann, die Typ Glamour voll drogensüchtig. Klar, von morgens bis abends. Ja. Eine Milchbahn und so. Eine Kokaina. Ich muss erstmal ganz kurz hier bei den Tieren gucken, ob die alle noch was zu fressen haben eigentlich. Ich habe nämlich gar nicht geguckt. Erstmal streicheln. Den auch streicheln. Hör auf, rum zu mich anzuknurren, du blöder Ochse da. Hab ich gesagt, du darfst knurren? Hä? Schnauze, Miezekatze. Danke. Warum guckt dein Kopf oben raus? Oh, schön, hast mich angeguckt. Ja, hast du fein gemacht. So, gehen wir mal gucken, ob wir noch oben was zu essen haben, Leute. Mal ein bisschen ernster jetzt hier, ja? Okay, ja, hier ist noch genug. Okay, reicht mit Ernst. Na, Rex! Ich hab dir auf die Nase geboxt. Okay. So. Aua, Kakteen! Jetzt kriegst du die hier nicht mal abgerissen, wa? So. Uff, hier ist, viel, ja, hier ist ein bisschen Stein drin. Warte. Setz ich die Kisten ja einfach schnell so hin. Ja, genau. Und dann machst du einfach deinen Stein da rein. Und fertig ist die Geschichte. Ich esse ein Stück Fleisch. Willst du auch eins? Na, waren sogar drei Stückchen Fleisch. Ah, Herr Godehard findet das sehr exzellent. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Ja, eins geht noch. Ja, für mein kleines Bäuchlein, ne, dass ich noch eine dritte Falte kriege. Ja. Ach, jetzt brauche ich aber was zum Spülen. Ja, nehmen wir heute mal einen schönen Kraneberger. Ja, ja. Mhm. Jetzt ist die Kiste voll, ja, Alter. Ja. Ja, deine Kiste. Mein Zeug wieder rausnehmen. Hallo, mein Monsieur. Na du? Wer bist du? Bist du Eggert? Eggert der Dritte? Mit Hörner. Wieso schreien mich jede Tiere an? Entspannt euch mal. Muss ich wahrscheinlich auch gleich wieder abreißen, ne? Warum? Gottes Willen. Damit man die Sachen vernünftig hinsetzen kann überall. Eigentlich geht das auch so. Eins. Und zwei. Jetzt gehst du einfach darüber. Und dann könntest du sie normalerweise da hinsetzen, oder? Ja. Echt nicht? God damn it. Nein! Oh ja. Erstmal geschrien, das ganze Haus zusammengebürgt. Wieder mega Hall drinne. Alter, ich muss hier unbedingt was in meinem Raum machen. Ich kriege den Hall nicht weg. Leute, der Raum ist so vollgestellt und ich kriege ihn nicht weg. Nur weil ich 3,30 Meter Decken habe, Alter. 3,50 Meter sind es, glaube ich. Ne, 3,30 Meter. Ja. Da hat einer einen Tipp von euch. Außer diese komische Kack. Wie nennt man das? Holzer, Schaltgedämpfte. Ja, Alter, das kann ich hier nicht reinmachen, Alter. Das, nee. Und es liegt Teppich. Ich habe Regale an den Wänden, Leute. Alles. Ja, vielleicht habt ihr. Das sieht, das geht doch besser hier. Ja, ja, das sieht doch. Das ist doch. In der Sommer muss das sein. So nicht anders, wenn ihr das mal jemand so sieht. So, was liegt hier? Denke, Jungs, Steine. Perfekt. Ja, ja? Ja, nur Steine, okay. Weil die Kisten verschwinden gleich. Ich heb die mal ganz kurz auf. Noch 20 Sekunden. Okay. War hier schon jemand drin? War da hinten. Das hier ist Stein, ne? Ja. Okay, dann packen wir hier schon mal rein. Okay, warum leuchtet das auch? Achso, weil das ein Steinpfeil ist. Mmm, okay. Warte mal, jetzt müssen wir uns so hinstellen, dass wir da rankommen.
Ja. Leise rieselt der Schnee, still und starr steht das Klee. Heute fahren wir über Arg die Welt, heute machen wir ein drauf, fragt den Zweig. Achtung, 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 Achtung. Tötere, tötere. Okay, reicht, Kevin. So. Jetzt haben wir die letzten Zuschauer auch noch vergrault hier. Endlich allein. Aber dieser Wand meine ich hier. Hier will ich schon wieder das abreißen. Haben wir hier einen Vogel oder sowas? Muss deine Mama fragen, ob du einen Vogel hast. Warte, die muss ich nicht fragen, weil da ich die Antwort kenne ich ja schon, ne? Die Antwort kenne ich ja schon. Auch eine Rampe. Pip. Ah, Rampe. So, Leute. Also, da haben wir die. Das ist auch viel besser jetzt, ohne Scheiß, Alter. Das macht Spaß. Läuft dann besser. Jetzt kann, ich reiß diese Kiste dann. Ach, das ist keine echte, ne? Was? Doch, die kann ich nur abreißen. Nee, aufheben. Die kannst du aufheben. Okay, Junge. Haha! Hab sie, du nicht! Ja, viel Spaß damit. War nicht lustig? Ich fand's so. Was machst du hier? Hallo? Wo willst du hin, ey? Wand aufheben. Hä? Hey. Aha. Ja, vernünftig arbeiten kann. Alles klar. Ja, okay. Er will arbeiten, Leute. Okay, komm. Ja, wenn er arbeiten will, dann setzen wir uns hin und gucken Leuten beim Arbeiten zu. Ja. Was, Junge? Ich bin doppelt so breit wie du, hä? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Mann. Klein und zerbrechlich. Okay. Bück dich, du Luder! Ich brauch mehr Kisten. Muss mehr Kisten bauen. Ja, mach ich. Brauch Holz. Am gar nichts mehr, ne? Ah, jo, alles voll, Junge. Echt? Voll nicht mehr so viel, du musst gleich farmen gehen. Also, das wird schon kritisch hier. Ja, dann, ich hol mal gerade noch was. Biber ist jetzt unten, so. Machen wir uns mal gerade auf den Weg hier. Das ist nicht ein schönes Gefühl. Was? Dark zu wissen, okay, der Biber ist da unten, aber man muss schon losgehen, man hat einen Weg vor sich und nicht mal geht aus dem Haus, Biber da, man geht los. Ja, also ich mag das sehr ja auch schön. Viel lieber, wir beide sind da ja eh mehr die Fans von. Es kann ruhig alles ein bisschen umständlicher sein von einer Seite, aber alles ordentlicher. Ich liebe das einfach, Jan, wenn's. Ich glaube, so groß haben wir auch noch nie gebaut, oder? So von der Fläche her, von die wir gebaut haben? Nein. Oh, hier unten ist ein roter Löwe. Nice. Hau ihn weg. Soll ich ihn töten? Oder? Hau weg. Okay. Oder was haben wir überhaupt? Haben wir männlich oder sowas? Keine Ahnung. Er greift. Vergessen. Der läuft weg. What the fuck? Pardon. Hat wahrscheinlich den T-Rex gesehen. Hat keinen Bock mehr gehabt. Warum läuft der weg? So, aber wenn ich auf dem Tier sitze, greift er mich an, okay? Jetzt gibt's Biber-Gehaue, Junge. Ich mach die mit dem Biber down, Junge! Zack! Biber gewonnen. Ich hab grad den Löwen auseinandergerissen, Junge, als wenn's nichts wäre. Lustig. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich muss ganz ehrlich sagen, was Gronkh da erfunden hat, das war nicht gut für mich. Wirklich nicht. Also das ist generell für die allgemeine Menschheit. Ja. Weißt du, was ich zurzeit bei ihm schade finde? Ich weiß, Leute, hier gibt es viele, die Gronkh-Fans sind etc. Der streamt mir zurzeit ein bisschen wenig. Stimmt. Ich weiß, dass er wegen privat und dass er sich sonst wieder zu sehr überall reinsetzt und so. Ich weiß das alles, Leute. Ist alles gut. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, hey, was vermisst du so, dann würde ich ganz ehrlich sagen, Gronkh streamt mir zu wenig. W
Weil nebenbei arbeiten und den Stream laufen lassen ist das Beste, was es gibt. Bei seinen Streams kannst du einfach alles machen nebenbei. Außer Sex. Oh. Also ich bin da mega abgeschillt. Keine Ahnung warum. Okay, hatte ich gerade Leck oder was? Wieso? Weil ich manchmal klicke und nichts passiert. Ich hab nix. Okay. Wo mein andere Monitore, Alter, da habe ich Tomb Raider Bild drauf. Tomb Raider. Ich hab Forza Horizon 4, 4K Wallpaper. Ich liebe dieses Bild wirklich, ohne Scheiß. Und die ganze Zeit auf die anderen Monitore so, na Baby. Wie wär's mit uns beiden? Ah, hallo. Darfst du hier oder was? Alter, schon wieder ein Leck. Was ist denn das? Nix wissen. Lass mal Jan seinen Zossen hier wegbringen. Muss die Vögel nach unten bringen, Jan. Die nerven einfach nur, wenn gerade wenn du dann wirklich mit dem... Und deswegen mache ich hier gleich eine Landestation, ne? Ja. Aber die muss bitte ründlich sein, so bauchründlich. Nee, komm, das, nee, das mach ich nicht. Okay. Das überfordert mich. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Ja, verpisst euch. Tschüss.